Hallo, in diesem Video erfährst du, was ist Emetophobie? Herzlich willkommen zurück hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Markus Bosse, ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie und Hypnosetherapeut. Und ich helfe in meiner Privatpraxis täglich meinen Patienten dabei, Phobien zu überwinden, einfach wieder glücklicher, befreiter, positiver durchs Leben zu gehen. Und weil diese Phobien oftmals so interessante Namen haben, erkläre ich in dieser kurzen Serie einfach mal, was sich hinter diesen Synonymen so versteckt. Und heute erfährst du hier, was ist Emetophobie? Also die Emetophobie setzt sich, oder das Wort Emetophobie setzt sich zusammen aus dem altgriechischen Emeto, das steht für Auswurf oder Erbrechen, und dem altgriechischen Wort Phobos. Und die Emetophobie ist also dementsprechend die übermäßig starke Angst vor dem Erbrechen. Generell ist es ja so bei Phobien, Phobien beschreiben immer eine unangemessen starke Angst vor gewissen Situationen oder Objekten. Und bei der Emetophobie ist es eben so, dass die Emetophobiker eine irrational große Angst halt vor dem Erbrechen haben oder dass sich andere Menschen erbrechen. Und die typischen Symptome sind halt, wie gesagt, eine übermäßige Angst, sich selbst übergeben zu müssen oder anderen beim Übergeben zuzuschauen und oder halt miterleben zu müssen, wie andere Personen oder Tiere sich übergeben. Und die Angst tritt auch schon auf bei Konfrontation mit dem Thema, zum Beispiel jetzt in Medien oder in Gesprächen. Und woher kommt nun die Emetophobie? Also bei der Emetophobie ist es so, man geht davon aus, dass es durch frühkindliche Erfahrung ausgelöst wird, und das ist auch mal eine therapeutische Erfahrung, dass irgendwann in der frühen Kindheit mal etwas passiert ist, was negativ assoziiert oder verknüpft ist halt mit dem Erbrechen. Das sind oftmals Situationen in der frühen Kindheit, die bewusst nicht mehr erinnert werden können. Und diese Situationen kann man üblicherweise in einer Hypnoanalyse halt herausfinden, neutralisieren, sodass sich diese Angst recht zuverlässig eigentlich mit Hypnoanalyse oder mit einer hypnotherapeutischen Intervention recht zuverlässig auflösen lässt. Solltest du jetzt weitere Fragen haben zur Emetophobie oder zu jeder anderen Phobie auch, kannst du gerne mich kontaktieren. Ich blende hier mal kurz meine Internetseite ein. Dort findest du ein Anfrageformular. Wenn du das ausfüllst und mir zuschickst, dann würde ich versuchen, deine Fragen dazu beantworten. Ansonsten hoffe ich, dir mit diesem kurzen Video geholfen zu haben. Und im nächsten Video erfährst du hier, was ist eine Dysmorphophobie. Also bis dahin.